Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute DSA 5 und Klingende Nacht. So, wir befinden uns immer noch hier in Aventurien und wir, das sind der Quali, weil der Esel sich zuerst selbst nennt, und Leopardin 202 als Ilva. Guten Abend. Und der Lot hier wird gespielt von Ririon. Der Norn vergisst. Und Pödde spielt uns heute den Goswin. Guten Abend. Und last but not least die vom 13. schon eingesackte Ikayu, gespielt von Feder. So, viele Seelen. Ja. Hallo. Ja, schön, wenn die anderen nicht die Zusammenhänge wissen. So, wir befinden uns immer noch hier im hohen Norden Aventuriens. Wie immer blende ich euch da kurz ein, wo wir uns hier befinden. Wir befinden uns irgendwo zwischen Frigorn und Kela im Gebirge. Irgendwo da ist nämlich das Winterlager des Fjarninger Stammes von Ilva, die ihres Zeichens neu gekrönte Stammeshäuptlingin. Nennt man das Häuptlingin? Nennt man das so? Wahrscheinlich, ne? Häuptlingsfrau könnte man auch missverstehen. Chat, hilf mir mal. Wie heißt das? Häuptlingin? Was ist die weibliche Form von Häuptling? Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. So, Und beim letzten Mal habt ihr ordentlich einen Kater gehabt, nachdem ihr diese Krönung halt durchlebt habt. Und musstet euch erstmal erholen und habt dann festgestellt, dass der Norbade, der vorher noch da war, euer Himmelslicht geklaut hat und abgehauen ist über Nacht. Und dem seid ihr natürlich hinterher, weil ihr habt ja die ganze Chose halt nicht umsonst auf euch genommen, wolltet den Norbaden schnell einkriegen. Habt ihn auch relativ schnell eingeholt, weil er mit relativ schlechtem Gerätschaft unterwegs ist. Vor allen Dingen gegen fliegende Wesen. Zumindest potenziell fliegende Wesen, so wie Goswin und Eisblüte, hatte er natürlich keine Chance. Blöd nur, dass die Chakragar unterwegs euch aufgelauert sind und euch angegriffen haben. Es gab einen epischen Fernkampf, ich nenne es mal so, den ihr, ich glaube, Ilva wurde verletzt und Ikayu wurde verletzt. Und Goswin, glaube ich, ein bisschen, nicht so sehr. Und das Ende vom Lied, ihr habt zwar das Himmelslicht von Ilva wiederbekommen, der Norbade ist tot, aber ihr wart so angeschlagen am Ende, dass ihr es nicht mehr über euer Herz gebracht habt, Eisblüte nochmal zu retten, denn sie wurde weggeschleppt von ihren Chakragar-Brüder und Schwestern. Und so Lothir ist auch verwundet, übrigens. Lothir ist auch verwundet, genau. Wir waren alle ziemlich am Arsch. Und als dann die Dämonoiden aufgekreuzt sind, haben wir uns gedacht, Ja, ihr habt keinen davon gesehen, aber ja. Zumindest vermutet. Dieser Norbade kann übrigens froh sein, dass er gestorben ist, bevor ich ihn in den Fingern hatte. Ja. Dieser elendige Norbade. Ja, das heißt, ihr habt trotzdem jetzt ein Himmelslicht verloren. Und im Gegenteil, ihr wolltet eigentlich jetzt mal Butter bei die Fische machen und das letzte Himmelslicht holen. Jetzt fehlen euch wieder zwei. Aber ihr habt einen Plan gefasst, nämlich ihr wollt euch trennen. Nämlich soll Goswin, weil er schneller ist, die weit entfernten Punkte anfliegen, nämlich auf der Halbinsel Niku, die ja verflucht und verwunschen ist. Im dortigen Tempel der Reue, dem legendären Rondra-Tempel, Wiegbald von Baliho einsammeln
den Rondra-Geweihten, der mit seiner selbst gehadert hat, und danach weiterfliegen nach Glündhaven, um dort die Bandstrahler zu mobilisieren, dass die sich in den Süden unterwegs machen, und man soll sich in Frisov treffen mit dem Stamm von Ilva. Frisov ist ja eine Ruinenstadt, weil die Chakragasi angegriffen haben und dem Erdboden gleich gemacht haben quasi. Ilva wird wahrscheinlich heute dann ihren Stamm auf marschbereit machen müssen, um nach Frisov zu ziehen. Und dort wollt ihr dann ein Heerlager, eine Heerschau vielleicht sogar machen. Schauen, wer dann so sich alles einsammeln lässt. Lothir und Ikayo wollen währenddessen in die Nähe von Frigorn zurück und die zwei nivesischen Stämme einsammeln, die dort sind, oder sich zumindest da in der Umgebung befinden, und den Yeti-Stamm und sowie die letzten kampfbereiten Menschen aus Frigorn. Ja, und ja, da habt ihr viel vor. Ich mach die Karte wieder weg. So. Matriarchin. Ja, wer weiß. Und das heißt, unsere Truppe ist ein bisschen getrennt voneinander unterwegs heute. Das heißt, es kann sein, dass heute nicht jeder die gleiche Anzahl Spielminuten bekommt. Einige Sachen sind natürlich intensiver als andere. Ich denke, wir machen mal, weil er zwei Sachen hat, die er tun muss. Fangen wir mal mit Goswin an. Ja. Goswin fliegt in Shuhu-Eulenform gen Norden gegen den eisigen Wind, der aus der Bernsteinbucht entgegenpustet, und fliegt Richtung Halbinsel Niku, hoch über dem Boden. Ich weiß nicht, wie gut Goswin sich orientieren kann, so als Vogel eigentlich. Wir können das mal gucken, ob er eine Orientierungsprobe schafft. Mal gucken. Also grob in den Norden wird er wohl fliegen können, aber ob er jetzt auch richtig irgendwie irgendwo hinkommt, das können wir ja gerade mal schauen. Wir spielen doch DSA, muss doch auch mal ordentlich gewürfelt. Natürlich. Nachher sagt man noch, der Quali würde nicht nach Regeln spielen. Tust du das? Sieht aber doch ganz gut aus. Ja, eine Qualität. Ja, also grob die noch. Geografie, wenn du das fragen wolltest. Goswin kommt irgendwo in Belhanka an, ja. Ja, das wäre bei einem Patzer passiert, glaube ich. Nee, er schafft wohl, grob schaffst du es, die nördliche Richtung zu halten. Erreichst die Bernsteinbucht auch relativ zügig. Es ist anstrengend, wie gesagt. Selbst als Vogel ist es halt eine gewaltige Distanz, die du überbrücken musst. Du überfliegst die Ruinen von Frisov. Woran du noch zurückdenken kannst, an die Zeit von die gar nicht so lange her ist. Kannst auf das zugefrorene Meer hinausblicken. Dort allerdings nicht sonderlich viel erkennen, weil es ist ziemlich diesig heute. Und hältst dich dann an der Küste und versuchst dem Küstenstreifen zu folgen, denn du weißt, die Niku ragt ja in die Bernsteinbucht hinein, und es ist wahrscheinlich besser für dich, dich an der Küste zu halten, denn du erinnerst dich ja, dass der Tempel der Reue auch in der Nähe des Wassers war. Und vielleicht findest du so relativ schnell wieder zum Tempel zurück. Das letzte Mal, wo Goswin dort gewesen ist, wurde er ja von einer geisterhaften Gestalt dorthin geleitet. Von der Tochter des, wie hieß er noch? Ich bin super vorbereitet wieder. Wie Nebelkönig, des oder? Des Grauen Königs. Und ja, diesmal ist es so, dass Goswin erst die Küste entlang fliegt,
sich hin und wieder mal auf dem, vielleicht auf dem ein oder anderen Felsen eine Pause gönnt und das Gefieder putzt oder so von dem anstrengenden Flug. Natürlich muss er wahrscheinlich auch was essen oder trinken. Und dann durchfliegt er tatsächlich die sagenumwobene Nebelwand, die hier auf Nico so immer präsent ist. Und sieht irgendwann unter sich nicht mehr die Küstenlinie. Sondern nur noch weiß-graue Suppe. Ja, das dürfte wohl der Zeitpunkt sein, mich dann auch in den Nebel zu begeben. Das heißt, ich lande und verwandle mich zurück. Nehme mir ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Und versuche dann einfach mal mich daran zu erinnern, wie wir denn hier so lang gewandt sind. Wo sind wir denn genau langgezogen? Ihr seid auf so einer Art Pfad gelaufen. Das war, kann sich noch daran erinnern, ins Gebirge hinein. Und dann wurdet ihr ja angegriffen. Und irgendwann hat euch dann die Tochter des Grauen Königs geführt. Und wanderst erstmal so ein bisschen ziellos in diesem grauen Nebel umher, kannst, wenn du die Hand vor dir ausstreckst, kaum, also siehst die Umrisse der Finger dann noch. So dicht ist der Nebel. Hörst irgendwie unter dir das Klacken der Schritte und hast ein bisschen Angst, tastest dich vorsichtig nach vorne, denn wenn du nach unten guckst, selbst der Nebel so dick, dass du den Boden, auf dem du läufst, gar nicht richtig erkennen kannst. Ja, ich könnte ja jetzt versuchen, einfach irgendwie in eine Richtung zu laufen. Das würde wahrscheinlich ungefähr nichts bringen, da ich ja gar keine Orientierung habe. Ja, gar keine ist nicht so richtig, aber es stimmt, also wenn ich jetzt 20 schwer. Meter laufe, weiß ich nicht, ob ich die 20 Meter tatsächlich gerade ausgelaufen bin. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Ich glaube, hatte die Tochter des Nebelkönigs einen Namen? Die hat euch den zumindest nicht genannt. Wenn ich mich richtig erinnere. Kannst ja mal eine Sagen- und Legendenprobe machen, ob dir irgendwie die Legende noch einfällt, ob die da einen Namen hat oder so. Ach, super. Mein Charakterblatt spinnt. Nein. Nochmal. Weiter Versuch. Da haben wir es. Sagen und Legende. Ja. Zwei Qualitätsstufen. Zwei Qualitätsstufen bei Sagen und Legenden. Du erinnerst dich daran, dass diese Insel verwunschen ist. Dass der König im Nebel muss ich selbst nochmal gucken, wie das genau war. Irgendwo war doch hier die Geschichte da von dem. Wenn man was sucht, findet man es nicht.
Ja. Machen wir es kurz. Du erinnerst dich eher daran, dass die Gestalt dir keinen richtigen Namen genannt hat, sondern immer nur vom Tochter gesprochen hat. Und dass sie damals das Himmelslicht, was du damals ja getragen hast, also bemerkt hat, dass es da ist. Und euch auch gewarnt hat vor den Chakradar. Und du erinnerst dich daran, dass die wacht über den Nebel und bemerkt, wenn sich da Gestalten hinein und hinaus bewegen. Ja, dann mache ich Folgendes. Nachdem ich halt gemerkt habe, dass Laufen im Prinzip jetzt eigentlich gar nichts bringt, ich verliere einfach nur meine Orientierung. Ich breite die Arme aus und ich rufe in den Nebel hinein: Tochter des Grauen Königs, ich bin hier, um den Tempel noch einmal aufzusuchen. Der Geweihte muss uns gegen die Chakra-Gar beistehen. Kannst du mich hinführen? Zunächst geschieht nichts. Aber nachdem du ein paar Minuten fast schon verzweifelt in die dunkle Suppe hineingeschaut hast, in die weiße Suppe vor dir, zieht sich der Nebel zusammen an einer Stelle vor dir. Du kannst auf einmal, wenn du die Hand ausstreckst, auch die Hand wirklich sehen. Du kannst dir die Umrisse des schroffen Gebirges um dich herum erkennen. Der Nebel zieht sich zusammen und gehst so ein bisschen wie so Trockeneisnebel, bleibt auf dem Boden hängen. Und aus dem Nebel heraus manifestiert sich die Gestalt vor dir, die dir bekannt vorkommt. Nämlich die Tochter des Grauen Königs. Ich glaube, ich hatte auch irgendwo noch mal für die später dazugekommen oder die das damals nicht hatten. Habe ich auch irgendwo noch ein Bild, glaube ich. Kann ich nochmal einblenden? Oder auch nicht. Ich sollte nichts ankündigen, das dann nicht haben. NPC ist, da haben wir es doch. Tochter des Grauen Königs. Da, bitteschön. Und wieder, wie damals auch schon, es geht kein Wind, aber dennoch bewegen sich ihr Haar in einem Wind, den man nicht wahrnehmen kann, hin und her. Die weißen, pupillenlosen Augen schauen dich an und es kommt dieses Flüstern, was fast schon wie ein Lied klingt an deine Ohren, ohne dass sich großartig ihr Mund bewegt. Willkommen zurück, Goswin. Ich verbeuge mich gekonnt städtisch. Du suchst den Ort von Reue und Einsamkeit erneut. Das tue ich. Wir wollen die Chakra-Gar konfrontieren. Und wir brauchen händeringend Verbündete. Sonst wird der Norden in die Hand der Chakra-Gar fallen. Und das wäre sein Untergang. In der Tat. Der Krieger, der dort lebt, hat in den letzten Tagen viel gelitten. Unter den Chakra-Gar? Nein, die dunklen Wesen trauen sich nicht hierher. Noch nicht. Dieses Reich ist das Reich meines Vaters. Es wird beschützt. Aber wenn der Norden fällt, fällt auch er. Wollt ihr uns nicht auch helfen? Wir sind gebunden an diesen Ort, können ihn nicht verlassen.
Verdammte mythische Beschränkung. Wenn wir gehen, bricht Niku zusammen und versinkt im Meer. Nee, das wollen wir alle nicht. Folge mir, Goswin. Dreht sich um und schwebt vor dir entlang. Um dich herum wie eine, als würdest du dich in so einer Blase aus Nicht-Nebel in einem Nebel bewegen. Und dann erreichst du diesen, der Nebel klart ein bisschen auf und du erreichst den Talkessel mit dem Tempel der Reue. Mit den hohen Zinnen. Und du hast sofort dieses Gefühl von, hier ist die Welt in Ordnung. Es geht ein Sonnenstrahl, der irgendwie aus dem gerade aufgebrochenen Wolkendach nach unten strahlt, der diesen Tempel anleuchtet. Siehst die Fahnen und Banner, die jemand gehisst hat, die eben leider etwas schlaff herunterhängen, aber immerhin erkennbar sind. Stehen die Löwin da, die Leuen. Das Gebäude wirkt wie immer, also wie du es schon damals gesehen hast, eher wie eine Trutzburg als wie ein Tempel oder eine Kirche. Ich mache mir eine Notiz in meinem Hinterkopf, das nächste Mal als Halbelf und Magier nicht derjenige zu sein, der den Rondriana und die Kraioken holt. Und steige in das Boot, um rüberzufahren. Ja, du erreichst ohne Probleme den Tempel. Schlägst die großen Tempeltüren auf, die nicht verschlossen sind, und findest vor dem kleinen Altar in der Mitte niederkniend Wiegbald Isgard von Baliho, den mittelalten, blonden Mann, der ein bisschen sich hat gehen lassen. Seine Frisur sieht etwas wild und zerzaust aus. Eine Rasur könnte er auch mal wieder gebrauchen. Wir haben ihm doch eine Aufgabe gegeben. Naja, er dreht sich nicht rum oder so, wenn du um ihn herumläufst. Er kniet vor dem Altar mit geschlossenen Augen und scheint dich nicht zu bemerken. Ja, also bevor ich über die Schwelle trete, spreche ich, also lege ich mir auch nochmal die Faust auf die Brust und spreche. Leuen, lass mich eintreten. Meine Gedanken sind lauter. Und dann übertrete ich die Schwelle mit ja Vorsicht bei so mythischen Tempeln. Wenn er da so kniet, ich versuche es sehr laut auf mich aufmerksam zu machen, aber nicht zu auffällig. Also ich räusper mich wahrscheinlich mehrfach unbeholfen, versuche möglichst viel Krach beim Gehen zu machen. Sodass ich ihn halt nicht direkt anspreche, sondern irgendwie anders auf mich aufmerksam mache. Ja, neben ihm liegt der Rondrakam auf dem Boden. Und mit einem Ruck reißt er reißt er das Schwert hoch, reißt die Augen auf und ist sofort mit einem Sprung in so einer Verteidigungshaltung mit dem Schwert erhoben. Erkennt dich dann und lässt das Schwert schnell wieder sinken. Ich heb sofort die Arme. Die Leuen zum Gruße! Die Leuen zum Gruße, Goswin. Verzeihung. Ich wäre an deiner Stelle auch vorsichtig. Ich war vertieft in ein Zwiegespräch.
Mit deiner Herrin? Ich glaube schon. Das heißt, du hast sie wiedergefunden? Ich bin mir nicht sicher. Es ist anstrengend. Ja. Glaube ist immer anstrengend. Er fasst sich so an das Himmelslicht, das er um den Hals trägt. Ich habe einen Ruf gehört einer Frau. Rief mich weg von hier. Eine Nivesin oder eine Elfe? Nein, die Loyen. Die Loyen? Noch besser. Zumindest glaube ich das. Wiegbald, ich bin hier. Wieso sollte mich eine Nivesin rufen? Vergiss es. Ich habe ziemlich viel Quatsch erlebt. Ich rede manchmal wirr. Ich bin jetzt neuerdings auch verheiratet. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Travia mit euch. Danke. Ich bin hier, um dich abzuholen. Abholen? Wir treten der großen Macht entgegen, die den Norden erobern will. Shakragar, Diener des 13. Ja. Ich habe sie gesehen. Sie streifen hier umher. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten. Und wir haben nur diese eine Möglichkeit. Ich habe euch versprochen, dass ich da bin, wenn ihr mich braucht. Wir brauchen dich. Wir brauchen den Beistand der Herrin Rondra. Und wir brauchen deinen Beistand. Ja. Wenn eine Armee einfällt in ein Land, das schutzlos ist, ist es an uns, die Armee zurückzuschlagen, nicht wahr? Das ist es. Ich würde schon fast sagen, das wohl, aber das klingt zu Torwald. Ja. Ich verlasse diesen Ort nur ungern. Jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, ist es, als würde ich mich jeden Schritt weiter wegbewegen von der Leuen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehöre hierher und wenn ich diesen Ort verlasse, werde ich nie wieder zurückkehren. Aber ich kämpfe für euch. Das habe ich versprochen. Das war ein heiliger Eid und den werde ich halten. Vielen Dank. Das bedeutet uns viel. Und wenn die Leuen ruft, muss man hören. Und er blickt so ein bisschen seitlich nach unten weg. Ich kann mir vorstellen, dass es kaum, nein, eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt einen größeren Dienst an der Leuen geben kann, als gegen die Schergen ihres größten Feindes zu ziehen. Denkst du nicht? Richtig. Lass mich ein paar Sachen zusammenpacken und dann ziehen wir los. Wohin? Also ich muss auf jeden Fall noch nach Glündhafen. Nach Glündhafen? Ja, dort gibt es einen Stützpunkt der Praios-Kirche und ja. Auch ihren Beistand brauchen. Wir brauchen so viele Diener der Zwölfe, wie wir finden können, um gegen diese Schergen zu ziehen. Dem stimme ich zu. Außerdem gibt es da noch ein paar Friesopfer, die vielleicht auf Vergeltung aussehen.
Vergeltung ist ein schlechter Beweggrund für einen Kampf. Dann lass es mich anders formulieren. Vielleicht sind sie nicht auf Vergeltung aus, sondern wollen ihre Heimat verteidigen. Und wollen nicht, dass so etwas mit Friesow auch anderen passiert. Ja, ich begleite dich. Ich werde auswählen, wer kämpfen kann und wer nicht. Das klingt gut. Wir sollten uns von der Tochter des Grauen Königs vielleicht, so gut es geht, Richtung Glündhaven leiten lassen. Wenn sie noch da ist. Guck noch mal so. Sie kommt und geht. Eine gute Seele. Als er eine gute Seele sagt, so flackern die Kerzen in dem ein bisschen. Dann pack doch mal zusammen. Wir können das Boot nehmen und übersetzen. Dann sind wir schneller. Sehr gut. Sehr gute Idee. Ja. Ich würde vorschlagen, du packst und ich spreche noch ein kurzes Gebet. Kann nie genug Gebete sprechen. Wenn es einen Ort auf Dere gibt, in der die Leuen einem zuhört, dann hier. Ja, dann sollte ich diese Gelegenheit nicht verpassen. Und da knie ich mich vor den Altar. Mhm. Gut. Während Goswin vor dem Altar kniet und in sich geht und das Zwiegespräch mit der Leuen sucht, vielleicht das allererste Mal in seinem Leben, dass er zur Leuen betet, ja, schwenken wir hierüber zu Lothir und Ikaju, die sich den auf einem Schlitten manövrierend immer noch die Wunden der letzten Zeit irgendwie spürend durch den tiefen Schnee fahren auf dem Schlitten. Schlittenhunde zur äußerster Anstrengung antreibend, weil es schnell gehen muss. Na, ich versuche beim Lenken irgendwie meine Schulter zu schonen, die ich ja ein oder zwei Pfeile bekommen habe. Dito! ja, du musst ja nur sitzen. Aber je nachdem, wie anstrengend es ist, wird es wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen wieder aufreißen. Aber naja, wir müssen halt weiter. Ja, wollt ihr euch vielleicht noch was unterhalten oder wollt ihr einfach nur fahren? Stumm. Kaius ist sehr verschlossen. War ja ihre Idee, dass die anderen sich trennen. Und im Augenblick, wo sie es ausgesprochen hat, war das eigentlich eine sehr gute Idee. Ja, und logisch betrachtet ist es immer noch eine gute Idee. Vor ein paar Stunden ist das ist die Gebirgskette, wo Ilvas Stamm das Winterlager aufgeschlagen hat, hinter euch verschwunden. Goswin ist schon länger irgendwie in den Wolken verschwunden. Es fühlt sich an, als fehlt irgendwas. Ja. Es fehlt eine ganze Menge. Fehlt so die Gemeinschaft der letzten Wochen. Lang sind wir jetzt schon unterwegs zusammen, bestimmt einen Mond. Mindestens. Mhm. Und ich weiß, dass ich ihn nicht im Himmel finde, aber ich gucke trotzdem die ganze Zeit in die Wolken. Einfach, weil ich Angst habe, dass irgendwie eine Schneeäule von einem Fall getroffen plötzlich auf meinem Pfad landet. Wie gesagt, es ist diesig und es ist schwer bewölkt, ja, aber es kommt keine Schneeäule heruntergekippt, nein. Ja, und ich richte nicht nur ein Zwiegespräch an Liska, die Himmelswölfin, dass sie bitte, bitte, bitte dafür sorgen soll, dass unser Pfad nicht von Chakragar gesäumt ist, dass sie bitte, bitte uns warnen soll, bevor wir auf Firnelfen treffen, weil das wäre jetzt das Letzte, was wir gebrauchen könnten, dass sie bitte ein gutes Wort bei Gorfang für uns einlegt, dass er uns nicht mit Schneestürmen oder Wolfsherren oder andere, oder ich weiß nicht, noch mehr Yetis oder ähnlich was zulassen, sondern dass er einfach nur bitte ein
ankommen und dass wir alle da wieder treffen. Weil, oh Gott. Was wenn denen jetzt noch passieren könnte, das wäre schlimm. Was soll denn da schon schief gehen, wenn wir auf Fernelfen treffen? Sagen wir ihnen einfach, wir sind unterwegs, um eine Chakragar zu retten. Ich hau ihn einfach vor. Er sitzt ja vor mir, das ist ja das Gute beim Schlittenlenken. Das heißt, ich komme sehr gut an seinen Nacken. Deswegen macht es jetzt einmal so Klatsch. Au! Nicht lustig, Lothir. Überhaupt nicht lustig. Ich versuche ja nur, dein zerfurchtes Gesicht aufzulockern, sonst bleibt das noch so. Ich bin kein Kind mehr. Selbst damals waren deine Witze noch nicht gut. Das tut jetzt aber ein bisschen weh. Ja, Lothir, es ist irgendwie, es ist komisch, also, als sie die Worte ausspricht, bin kein Kind mehr. Irgendwie, als wenn du jetzt so nicht umschaust, sie steht hinter dir auf quasi den Schlitten lenkend. Ja, sie ist jetzt verheiratet. Und sie trägt das Himmelslicht. Und irgendwie, es ist ja in den letzten Wochen gar nicht so, weil du so viel zu tun hattest, gar nicht so richtig aufgefallen, aber es ist schon irgendwie, als ob du einen großen Teil deines Weges abgeschlossen hast oder so. Es fühlt sich irgendwie anders an. So, früher war es halt wirklich Lothir und Ikayu wie ja, großer Bruder, kleine Schwester oder ja, wie der Schwan, der einen unter den Flügel nimmt. Aber je mehr du jetzt irgendwie drüber nachdenkst, so in der langen Fahrt über den Schnee, sie ist ja frei gelaufen, hat sich frei gelaufen. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo du sie alleine lässt. Und der kommt bald. Ikayu? Ich bin stolz auf dich. Warum? Weil du zu einem wirklich großartigen Menschen geworden bist, den ich mir so hätte nicht vorstellen können. Oh nein, fang jetzt bitte nicht damit an. Gönn mir den Moment, ich bin fast 40. Ja, und ich habe vor dir geheiratet und das ist echt traurig. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich meine, wie lange bist du jetzt um die Rala rumgeschwänzelt? 4 Jahre? Mehr? Wie viele waren es? Ich bin nicht sicher, wie lange ich dir hinterhergeschlichen bin. 10. Ich will dir mal was sagen, Lothir. Du bist ein ausgezeichneter Priester. Du bist sehr gut, wenn es darum geht, Gemeinschaften zu führen, anzuleiten, Leute zu trösten und wieder aufzubauen, aber du bist ein grottiger Liebhaber. Diese Frau hat was Besseres verdient. Wie lange hast du sie jetzt vertröstet und warum überhaupt? Sie ist stark, sie ist mutig, sie kann dir die Meinung geigen und du? Hast Angst? Diese ganze Geschichte hat mich viel über mich selbst gelehrt. Manchmal denken wir kennen uns selbst. Egal, ob wir jetzt alt oder jung sind, wir wissen, wir haben das, das getan, das und das war gut, das und das war schlecht. Wir kennen uns. Gibt keine Zweifel, keine Fragen, kein Nichts. Dann passiert etwas und du begreifst, Laura Dung, du weißt gar nichts über dich selbst oder nur sehr wenig. Ich wusste nicht. Eine Eigenschaft, die ich mir nie zugetraut hätte, die mir aufgezeigt wurde durch dieses jenseitige Wesen. Arroganz. Die Arroganz, dass ich mir in meiner Kindheitsfantasie zusammengesponnen habe, vielleicht tatsächlich sogar von Ifern und
Eloinen abzustammen. Die Arroganz, der einzige Priester des Nordens hier weit und breit zu sein, seit Bialdorn gefallen ist. Die Arroganz, für den Norden als Ganzes zu sprechen, wobei ich noch nicht mal den gesamten Norden bereist habe. Und erst die Gefahr durch die Chakragar haben mir die Sterblichkeit derjenigen vor Augen geführt, die ich liebe. Wenn alles sicher ist, alles ruhig, warum soll man sich groß Sorgen machen? Es gab immer zu essen. Gut, es gab die Eishexe, aber das haben wir überstanden. Was sollte denn da noch kommen? Ich hatte nicht Angst, sie zu ehelichen. Ich hatte Angst, Ifrins Ruf nicht mehr folgen zu können, wenn ich eine Heimat, einen festen Platz habe. Ich glaube, wir Geweihten reden uns gerne damit raus, dass wir dem Willen der Götter hilflos ausgeliefert sind und einfach tun, was sie sagen. Einfach ihren Weisungen folgen. Aber in Zeiten, wo es keine Weisung gibt, müssen wir uns selbst folgen. Ich habe mich auf 1000 andere Sachen konzentriert. Dort gab es, wie du schon sagst, jemanden aufzubauen, dort jemanden zu verarzten, da eine Geburt. Verbindung zwischen den Nivesen und den Norbanen zu knüpfen, weil wieder die Norbanen die Nivesen betrogen haben. Wie immer. Und Ikayo war da. Zwei Fjarninger, die mal als einen Pelzhändler anschleppten, den sie hier zusammengeschlagen hatten. Und dann haben so ein schreiendes, unglaublich anstrengendes Ding auf die Welt. Das ist nicht meine Schuld. Das anstrengend schon. Ich meine es ernst, Ikayo. Du bist meine perfekte Ergänzung für das hier. Wo ich leichtsinnig und gutgläubig bin, bist du vorsichtig und pessimistisch. Kann ich nichts gegen sagen. Aber was am wichtigsten ist, du trägst das Himmelslicht. Hä? Ich nicht. Dass die Himmelslichter erwählen keine Narren. Er grinst so ein bisschen. Wer von uns ist denn der größere Narren? Ich meine, wir beide. Ja, das ist wahrscheinlich das, was uns von den anderen noch so ein bisschen unterscheidet. Wir haben sie gespürt. Diese Dunkelheit. Die Kälte. Aber es ist nicht nur das. So wie es irgendwann. Und ehrlich gesagt habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe bei einigen Kindern geholfen, sie auf die Welt zu bringen. Aber ich hatte zu keinem ein so inniges Verhältnis wie zu dir. Und nun bist du verheiratet. Bist deine Anführerin geworden. Nein, das ist Ilva. Darauf bestehe ich. Sie führt einen Stamm, ja. Du hast einen Streit geschlichtet, der hätte blutig enden können zwischen zwei Sippen. Du warst für uns alle ein Beispiel. In vielen Situationen. Und du bringst Hoffnung.
sehr viel Hoffnung und du bringst das Licht der Himmelswölfe. Alles, was fehlt, was das Einzige, was es noch runter machen würde, wäre, wenn du eine Schamanin wärst. Dafür müsste ich mich in einen Wolf verwandeln können. Ist noch nicht aber das Tage ist eine Gabe, Abend. Die haben mir die Himmelswölfe nicht gegeben. Ist noch nicht aller Tage Abend. Mhm. Aber Sven kann da bestimmt nachhelfen. Ich glaube, ich habe es mir nicht verdient, weißt du? Als ich geboren wurde, dachten alle, ich könnte es, dass ich ein Wolfskind wäre, dass meine Augen ein Zeichen dafür wären, dass ich irgendwann als Wolf durch den Schnee tolle. Aber ich konnte es nicht. Und irgendwie war ich darüber auch froh, weißt du? Die von meinem Stamm sich in Wölfe verwandeln können, die verlieren sich irgendwann zwischen dem Wolf und den Menschen. Sie wissen nicht so genau, wo sie hingehören. Sie sind beides irgendwie. Das macht es schwierig. Weißt du, ich glaube, in deinem Fall hat der Listenreiche einem der Himmelswölfe am Schwanz gezogen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Himmelswölfe wissen, dass ich so zögert habe ihrem Geschenk gegenüber und dass ich mich deshalb nicht verwandelt habe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die meisten Legenden über heilige Kamale, magische Artefakte, gerade Kamale, besagen, dass sie denjenigen erwählen, der es eigentlich gar nicht will und der keine Macht will. Oh Gott. Ich bin da ganz ehrlich. Verdammt! Ich will es nicht! Da lehne ich mich vielleicht etwas aus dem Fenster, aber kein Geweihter kann sich völlig vom Machtgedanken freisprechen. Weil er ein Sprachrohr der Götter ist. Ich glaube, jeder Geweihte leidet im Stillen ein wenig unter Götterarroganz. Aber warum ich die ganze Zeit schon meine Zunge wickle, ist was anderes. Es kommt bald der Tag, denke ich. Welcher Tag? Wo du das Nest verlässt. Ich dachte, das hätte ich schon vor 3 Jahren. Sieh, was es mir gebracht hat. Wo? Verzeih mir bitte das Beispiel. Mein kleines Küken. Die Schwingen ausbreitet und das Nest endgültig verlässt. Nicht nur kleinere Flüge unternimmt. Der Gedanke macht mich unglaublich stolz, denn ich sehe, was aus dir geworden ist. Und zugleich macht er mich wahnsinnig traurig, weil ich dadurch sehe, was ich verliere. Ikayu beugt sich vor und umarmt Lothia mal von hinten. Ich werde alt. Verlierst mich doch nicht. Ich werde alt, Kind. Du wirst alt und sentimental und ich sage dir, du verlierst mich nicht. Ich bin kein Nives, nur die erreichen ein nivesisches Alter. Schmunzelt wieder. Ja, ich werde dich überdauern und ja, ich werde auf deinem Grab tanzen, aber du wirst mich nicht verlieren. Du gehörst zu meiner Sippe, meinem Stamm. Wir sind die Himmelslichtjäger. Wir gehören zusammen. Das, was wir erlebt haben, das hat uns verbunden. Und egal, wo wir sind, diese Verbindung wird bleiben, daran glaube ich fest. Egal, was mit uns passiert. Wenn du mit Goswin in den wilden Süden gehst, dann pass gut auf die Sonne auf. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ich gehe. Weißt du, du hast mir so viel deine Aufmerksamkeit geschenkt, die verdient jemand anders. Die verdienst du und die verdient Nirala. Wirklich. Du hast so viel für andere getan. Ja, vielleicht hat es mit Arroganz zu tun. Vielleicht hast du dich für unersetzbar gehalten. Aber was ist wichtiger, dass sich der Norden für unersetzbar hält oder dass dich Nirala für unersetzbar hält? Du kannst nicht von ihr erwarten, dass sie ewig auf dich wartet. Ja, ich weiß. Und deswegen solltest du ihr genau das zeigen.
dass sie unersetzbar für dich ist. Verstehst du? Ja. Es sieht übrigens nach Schnee aus. Um euch herum ist Schnee. Ja. Ja, ihr fahrt weiter und treibt, wie gesagt, die Hunde fast bis zur Erschöpfung an. Ihr wollt schnell vorankommen. Ja, ich diskutiere währenddessen mit Lothir, was für ein Partner für Liska denn am angemessen wäre. Weil sie ist ja jetzt auch schon älter, hatte aber noch nie Junge. Also, wenn, dann jetzt. Ja, ihr müsst auf jeden Fall zwischendurch rasten und so. Kommt dann aber in den Gebirgen an, wo sich die Frigorner und der Nivesenstamm rund um Nituk, Ikaios-Stamm, halt in den Höhlen verstecken. Ja, und kurz bevor ihr halt die Höhlen erreicht, und gerade über eine kleine Hügelkoppe Kuppelfahrt. Fangen die Hunde auf einmal an zu bocken, wenn man das so nennen kann, und bleiben stehen, ohne dass ihr den Befehl dazu gegeben habt. Und der Schneeberg vor euch richtet sich auf und man sieht eine große Yeti-Gestalt mit einer großen Keule. Ist es Rom oder ist es, wir wollen eure Schlitten, Dachse, Waffen und Pelze? Ja, genau dieser Satz kommt euch entgegen. Ah, ich möchte ihn am liebsten knuddeln. Ja! Es ist Brom. Ja, ja es und ist zwei Brom, andere Yetis. Grüße, Brom. Häuptling Kleinklein entbietet seine Grüße. Ich mache mal so hier das Himmelslicht weg. Wir haben ja Häuptling Kleinklein. Wir wollen eure Waffen. Das ist Schlitten, gut. Dachse, eure Pelze. Und wir wollen eure Waffen. Wo ist Rom? Wir wollen eure Waffen. Wunderbar. Weitermachen. Ich beruhige die Hunde und dann marschieren wir mal zwischen denen durch. Ja. Die geleiten euch bis zu den Höhlen. Und es gibt ein großes Tada, als ihr wiederkommt. Jutanuk, der Schamane. Nituk steht irgendwie mit zwei seiner Stammesgenossen und Kriegern irgendwie vor dem Höhleneingang Wache. Schaut dann so in eure Richtung, dass ihr zu zweit nur wiederkommt. Stutzt kurz. Leute, jetzt graue Stippen im Haar und im Bart. Was ist passiert? Viel. Ruf die Leute zusammen, die was zu sagen haben. Wir haben viel zu erzählen und wir möchten es nur einmal tun. Uns läuft die Zeit davon. Gut. Hallo Lord hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell schon wiedersehen. Gut, Herr Nuk, du siehst keinen Tag älter aus. Danke, danke. Als die 108, die du sowieso schon zählst. Meine Frau hält mich jung. Senden mir heute alle komische Hinweise. Sie hat vorgeschlagen, dass wir einen von den Yetis ein kleines aufnehmen sollen. Ein Yeti-Kind? Ja, lustige Idee, oder? Es braucht auf jeden Fall eine große Wiege. Richtig, ja. Ich dachte da so an einen ausgewachsenen Schlafsack. Viel passiert hier. Viel passiert.
Wie ist es denn euch ergangen in der Zwischenzeit? Hier streifen diese dunklen Gestalten umher und haben uns ein oder das andere Mal nachgestellt. Aber irgendwie haben sie nicht alles daran gesetzt, uns hier aus den Höhlen zu vertreiben. Immer nur so kleine Scharmützel hier und da. Meist unten am See, wenn wir Leute nach Frigorn geschickt haben. Sie strummern durch die Straßen der Stadt. Die Lage spitzt sich zu. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ist mit den anderen zwei? Sind sie gefallen? Nein! Gott sei Dank. Ilva ist jetzt die Häuptlingsfrau ihres Stammes. Oh, das Glückwunsch? Weiß nicht, wie man da bei Fjarningern so sagt. Die können auf jeden Fall ziemlich gut Feste feiern. Oh, mein Schädel. Und warum seid ihr zurück? Sind mittlerweile alle da? Ja, es haben sich so ein paar versammelt. Also so viele sind es ja auch nicht. Es sind größtenteils normale Dorfbewohner. Die hier in dem Dorf was zu sagen haben, sind da eigentlich Lothir und Jutanuk. Und sonst gibt es da nicht viele. Irgendwie der Schmied ist vielleicht noch da und der Wirtshausbesitzer. Ja, mir geht es auch vor allem darum, dass halt Nitok als Vertreter seines Stammes und vielleicht mein Vater als Vertreter unseres Stammes da ist. Ja. Und sobald die da sind, können wir dann anfangen, die Geschichte zu erzählen. Bedeutet, Kayo guckt in die Runde und sagt, ihr alle habt sie gesehen, die Chakragar, die euch immer weiter zusetzen. Und wir alle merken, dass sie sich weiter nach vorne drängen, Richtung Süden. Sie wollen den Norden einnehmen und wir gedenken, das zu verhindern. Wir vier Himmelslichtjäger haben auf unserer Reise viele Himmelslichtträger gefunden, Verbündete im Kampf gegen die Chakragar. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, uns ihnen entgegenzustellen. Wir wollen eure Pilze! Genau das. Wir wissen, wo sie ihr Lager haben. Und wir wollen uns mit unseren anderen Verbündeten in Friesow treffen, um einen Schlachtplan auszuhandeln. Und wir brauchen eure Hilfe. Dachse! Es ist keine Verpflichtung. Aber wir bitten euch, denn nur zusammen, als geeinte Völker des Nordens, werden wir in der Lage sein, diese Gefahr abzuwenden. Nur zusammen sind wir in der Lage, die Dunkelheit zu bezwingen. Denn, ich gucke Richtung Chrom, wir tragen das Licht des Himmels. Das ist ein Zeichen eines uralten Bundes, der schon einmal geschmiedet wurde, um gegen die Chakragar vorzugehen. Und mit diesem Licht können wir sie besiegen. Die Wesen, Yetis, die Leute aus Glündhafen werden kommen. Es wird ein Rondra-Geweihter kommen. Und Fjarninger. Eine unserer Verbündete. Das neueste Mitglied unserer Gemeinschaft. Und ja, auch meiner neuen kleinen Sippe wurde entführt. Auch sie ist eine Himmelslichtträgerin. Wir werden sie befreien und das letzte Himmelslicht aus der in das Hand entwenden. Und deswegen bitten wir euch, dass jeder, der kämpfen will und kämpfen kann, sich uns anschließt. Wir müssen noch weiter, wir müssen zu Fanta. Auch sie ist eine Himmelslichtjägerin. Und auch bei ihr werden wir die gleiche Botschaft verkünden. Sodass wir uns alle in Friesow treffen können. Ja. Mrom, der große, silberhaarige Yeti, stützt sich so auf so einen Ast, so einen halb abgerissenen Baumstamm. Man merkt, dass es ihm schwerfällt, irgendwie richtig gerade zu stehen. Scheint immer noch irgendwie mitgenommen zu sein von der Verletzung, die er hatte.
Glack, glack, machen mit. Ich nicke ihm einmal zu, guck dann in die Runde. Das wird keine leichte Sache. Aber es ist unsere einzige, die wirklich einzige Möglichkeit, die wir haben, ihnen jetzt ein für alle Mal die Stärke des Nordens geballt zu zeigen. Wenn wir das jetzt nicht tun, werden sie uns irgendwann völlig überrennen. Und dann wird werden wir wieder versklavt sein. Werden. Schlimmer. Wie zu Loranas Zeiten. Und noch schlimmer. Nituk auf seinen Speer gestützt, pocht ihn so auf den Boden. Wir werden alle Krieger mitschicken, die wir entbehren können, die nicht die Röhlen schützen müssen. Ich danke dir, Nituk. Könntest du die Yetis und deine Krieger nach Frisov führen? Dann können Lothir und ich weiterreisen zu Phantas Stamm. Ich weiß ungefähr, Fanta, wo ihre Überwinterungsquartiere Fanta sind. Fanta ist nicht weit. Sie jagt gerade. Ich kam vor ein paar Tagen. Nicht vor ein paar Tagen. Gestern. Wieder. Aber ohne ihren Stamm. Gut, dann werden wir auch ihr das mitteilen. Vielleicht will sie die Botschaft auch zu ihrem Stamm weitertragen. Ja, und in dem Moment betritt sie halt auch den Schamanen-Zeltteil in der Höhle. Sieht die Alte mit dem pockennarbigen Anlitz, alte Nivesin, begleitet von zwei jungen Kriegern. Komme ich zu spät? Nein, gerade richtig. Ich habe umgedreht, als ich unterwegs war. Ich habe deine Stimme gehört, glaube ich, Hikaru. Ich habe nach euch gerufen. Deswegen bin ich wieder zurückgekommen. Und dafür danke ich dir. Der letzte Kampf steht bevor. Und wir sammeln unsere Kräfte und Verbündeten in Frisov. Wenn ihr euch uns anschließen möchtet, wäre es uns eine Ehre und eine große Hilfe. Natürlich. Nee. Vergiss, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich werde meiner Frau beibringen müssen, dass wir das... dass sie sich eine Weile alleine um das Yeti-Kind kümmern muss. Du willst mit? Ja, ich kann dich doch nicht alleine laufen lassen, Lothir. Ja, nachher kommst du noch wieder, keine Ahnung, mit einem Arm weniger zurück oder so. Ist dir klar, was deine Frau mit mir macht, wenn du nicht mindestens mit mir zurückkommst? Ja. Also denk dran, sie zieht ein Yeti-Kind auf. Also du bleibst schön hier und passt auf alles auf. Nein, ich komm mit. Hast du schon einen Nachfolger? Nein. Dann würde ich dich bitten, unter den jungen Nivesen, die gerade hier sind, einen Nachfolger zu wählen, Gyutanuk, und ihn auszubilden. Wir können nicht unsere beiden geistigen Führungshäupter in einer Schlacht riskieren. Niemand hier ist in der Lage, das zu lernen, was ich kann. Ich hätte schon längst einen der ihren ausgewählt, auch aus deinem Stamm, Ikaru, wenn es einen geben würde. Aber die Kräfte sind nicht stark in diesen Menschen. Dein Gemahl könnte das machen. Ich würde ihn liebend gern mal ausbilden, wenn du verstehst, was ich meine. Ich werde sie mal vorschlagen, wenn ich ihn wieder sehe. Aber ich glaube, er hat andere Verpflichtungen.
Und dann überlegt die Kaju, aber vielleicht gibt es da jemanden. Ich weiß aber nicht, ob Goswin sie davon überzeugen kann, nicht ins Heerlager zu kommen. Ja. Also ich komme mit und nehme meine Kräuter mit. Irgendeiner muss ja dafür sorgen, dass ihr zusammengepflegt werdet und so. Gut, dann packt eure Sachen. Die Hunde brauchen einen Tag Ruhe. Wir werden morgen aufbrechen. Lothir. Und vielleicht unterhältst du dich nochmal mit Lothir, bevor er erstickt. Dann gehe ich mal in Richtung meinem Stamm. Genutanjuk. Ich habe ein Totem gemacht. Das nehmen wir auch mit. Ein Totem? Ja, ein Schutztotem. Das kann niemals verkehrt sein. Komm mal mit, ob das so vernünftig ist. Also für mich ist es das, aber ich wollte fragen, ob das in deinem Sinne ist. Mhm. Ja, nimmt dich mit raus vors Zelt und geht dann irgendwie auch aus den Höhlen raus mit dir und oben auf quasi über den Höhlen drüber ist so eine, ja, dieser Berg halt hat ein kleines Plateau und da hat er tatsächlich einen Totempfahl aufgebaut und hat die oberste Figur ist halt ein mit ausgebreiteten Schwingen ein Schwan, was ziemlich ungewöhnlich ist für ein nivesisches Totem. Darunter die Himmelswölfe. Ich dachte, ich mach mal was Neues. Wirklich beeindruckend geworden. Die Historie, verstehst du? Der Schwan, der die Wölfe schützt. Eine Geschichte, die man erzählen muss. Jutanuk, du bist ein unglaublich weiser Mann. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Und wenn in diese Geschichte nicht in einem Totem verewigt ist, wer soll sie denn sonst erzählen, wenn das alles mal nicht mehr ist? Da hast du recht. Aber geht das so? Von dir aus. Also Lothir, streicht so mit den Händen mal so über die Handwerksarbeit. Ja, ist sehr grobschlächtig, aber das ist, bist du auch nicht anders gewohnt von diesen Stammestotems. Ja, ja. Also in Frigorn hat eins gestanden. Mhm. Allerdings war das halt nichts, was der Zwölfgötterkirche irgendwie nahe gestanden hätte. Und diese Verbindung ist halt selbst für Lothir ungewohnt. Das ist ein extremer Beweis, also ein extremer Kunstbeweis, auch gegenüber Lothir selber. Und dem Glauben, den er vertritt. Also legt er mal so die Stirn dagegen. Lothir, wir haben gelernt durch diese Hochzeit mit dem Südländer, dass wir alle zusammen eine Verbindung eingehen müssen. Das soll das da zeigen. Und erzählen. Ja. Das hast du wirklich gut gemacht. Seit ich das aufgestellt habe, gibt es keine Streitereien mehr unten. In den Höhlen. Eigenartig, nicht wahr? Eigentlich nicht. Es soll so sein. Wir nehmen es mit und stellen es in Friesow auf. Ja. Jutanuk, ich bin wirklich dankbar für all das, was ich von dir lernen konnte.
Als ob du irgendwann mal angefangen hättest, was zu lernen von mir. In die Schwitzhünte wolltest du ja nicht kommen. Aber bei einem anderen war ich dabei. Ja. Gut, dann hilf mir mal, dieses schwere Ding nach unten zu tragen. Also Luthier schaut sich das noch einmal an und breitet sich so ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. In gewisser Weise das Iffelnsrudel. Ja. Ich muss das auf die andere Schulter nehmen. In der rechten hat mir ein Pfeil gesteckt. Alter. So. Ja, also Jutanuk ist gar keine große Hilfe. Der alte Mann kann da nicht großartig was tragen, aber... Ja, er kann gern so pro forma halt mal ein bisschen den Flügel stützen. Ja. Gut, also die Frigorner schließen sich euch an, diejenigen, die zumindest dazu in der Lage sind, eine Waffe zu halten und zu führen. Einige wenige bleiben zurück, um die Familien und die Frauen, die nicht mitziehen, in den Höhlen zu schützen. Zum Beispiel Jutanuks Frau und das kleine Kind von den Yetis. Ja, die Yetis kommen natürlich mit. Und natürlich der Nivesenstamm rund um Nituk mit seinen Kriegern. Und einige, ja, Wolfshunde und so natürlich, Jagdhunde mitgebracht werden können. Man fängt sofort an, die Schlitten zu packen. Einzige, was noch besser wäre, aber wie Ikario schon sagte, die Wolfsjägers kann man nicht wirklich in eine normale Gruppe integrieren. Aber sie würden ganz schön viel Schaden beim Feind anrichten. Wer weiß, meinem Volk sind die Wölfe bisher immer zu Hilfe gekommen, wenn es in Not war. Ich bin mittlerweile da etwas vorsichtig geworden, wenn ich um Hilfe bitte und nach oben gucke. Man weiß nie, wer einen hört. Nituk trinkt so von hinten an dich heran. Soll ich dir das verabnehmen? Vertraue darauf. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Bitte? Das ist so ein Gewaltending. Ach so. Ich vertraue darauf, dass Liska ein gutes Wort für uns bei Gorfang einlegt. Ich hoffe nicht so gut. Sie ist die Einzige, die ihn beruhigen kann. Ja, aber du weißt ja, was man sagt. Wenn Gorfang beißt... Liska hat den Menschen sogar vergeben, nachdem sie ihre Jungen ermordet haben. Also... Wenn einer für Vergebung steht, dann sie. Ja, aber ich wäre froh, so wenn wir die ganze Geschichte nicht nochmal wiederholen müssten. Ja. Guck mal, er hat einen Schwan drauf gemeißelt. Ich muss nochmal mit dem reden, so ein Schwan vor Wölfen, also das geht ja gar nicht. Grummel, grummel, grummel. Dann bloß froh, dass ich jetzt gerade nicht so schnell kann. So. Schleif, schleif, schleif. Ja. So. Wir gehen mal rüber zu Ilva und dem Stamm der Fjarninger. Den Eisfuchsleuten. Falls Ilva sie noch so nennt. Aber warum sollte sie sie umbenennen? Natürlich fragt man dich aus, als du zurückkehrst, was passiert ist, was mit dem Norbaden ist und wo die anderen sind. Ja, ich rufe den Stamm zusammen.
in das große Häuptlingszelt und sorge dafür, dass wir gemeinsam uns beraten oder beziehungsweise Informationen austauschen können, und ich erzähle denen alles, was jetzt passiert ist, dass der Norbade das Himmelslicht geklaut hat, damit sich aus dem Staub machen wollte, wir ihn verfolgt haben und ihn, etwas wie ihn stellen konnten, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass wir angegriffen wurden und zwar jetzt die Güter sichern konnten, aber leider eine unserer Gefährtin verloren haben und wir uns gemeinsam beraten haben, dass jetzt an der Zeit ist, wirklich auch aufzubrechen und in den Kampf zu ziehen, und dass auch wir als Stamm jetzt gefragt sind, uns für den Abmarsch bereit zu machen, unsere Waffen zu schärfen und in den Kampf zu ziehen gegen unseren Feind. Und dass unser Treffpunkt Frisov ist. Genau. Einer der Krieger geht vor. Wir folgen dir, Ilva. Das ist gut. Dann sollten wir uns für den Abmarsch bereit machen. Wie lange brauchen wir? Der ganze Stamm? Die Kampffähigen. Was ist mit dem Rest? Wenn wir siegreich sind, werden wir zu ihnen zurückkehren und wir werden von unseren Heldentaten gemeinsam singen und die Hörner heben können. Wenn nicht, dann... ja, gibt es keinen Stamm mehr. Ich hätte trotzdem ein schlechtes Gewissen, sie unnötig in Gefahr zu bringen, auch wenn ich weiß, dass wenn wir diesen Kampf nicht bestehen werden, es kein Entrinnen vor dieser Gefahr geben wird und sie nirgendwo sicher sein werden. Was schlagt ihr vor? Wir sind lange in keinen Krieg mehr gezogen. Bis jetzt waren immer nur die Krieger auf kurzen Intervallen unterwegs. Wir haben nicht für lange Zeit den Stamm ohne Schutz gelassen bisher. Ich weiß, allerdings wird unsere Reise uns weiter in den Norden führen. Und ich bin nicht sicher, wenn wir den ganzen Stamm mitnehmen, könnten wir diejenigen, die selbst sich nicht ausreichend verteidigen können, unnötig in Gefahr bringen. Denn unsere Kräfte als Krieger werden gebraucht werden. Und zwar im Kampf. Wir können kaum jemanden zurücklassen oder nur wenige zurücklassen, um die anderen zu verteidigen. Also sollten wir welche zurücklassen? Und wenn ja, wen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wen wir zurücklassen sollten. Denn ich beschreibe nochmal in sehr drastischen und klaren Worten, was wir über unsere Gegner wissen. Sag ihnen, dass nach dem, was ich da gesehen habe, und ihr wisst, dass ich niemand bin, die jetzt irgendwie zu Übertreibung neigt und irgendwie blumig die Gegner vergrößert, um selbst irgendwie hervorzustechen durch den Kampf. Ihr wisst, was ich kann, und ich sage euch, diese Gegner, die haben es in sich. Sie sind anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Sie sind stark, sie tragen Rüstungen aus schwarzem Metall und Waffen aus schwarzem Metall. Und dieses Metall verdirbt sie, glaube ich zumindest. Es macht sie noch böser und noch gnadenloser, als es jemals ein Krieger auf natürlichem Weg vermutlich sein kann. Und sie haben Kreaturen an ihrer Seite, die durch bösartige
Verzauberung dämonische Einwirkungen entstanden sind. Sie sind nichts, was geboren worden wäre, sondern was zusammengeflickt wurde, was nicht zusammengehört. Elfische Oberkörper, aber tierische Unterleibe mit Spinnenbeinen und Krebsscheren und das sollte es nicht geben. Und doch sind sie da und wir müssen sie bekämpfen und sie sind sehr stark. Ich weiß nicht, ob es was bringt, eine kleine Gruppe hier zu lassen, um zu verteidigen, denn wenn wir sie nicht zurückschlagen, wenn wir sie nicht empfindlich treffen und vernichten können, dann wird niemand sie aufhalten können. Wir haben 40 Krieger. Ich glaube, in diesem Kampf werden wir alle 40 Krieger brauchen. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sie in dieser Schlacht schlagen. Wenn wir das nicht können, wenn der ganze Stamm mitkommt, unsere Frauen und Kinder sind immer noch bessere Kämpfer als die Nilwesen oder Norbaden. Das stimmt vermutlich. Selbst ein Greis könnte noch ein besserer Krieger abgeben als... Ihr sprecht wahr. Und wenn wir nicht gemeinsam kämpfen und siegen, wird es den Norden, so wie wir ihn kennen, nicht mehr geben. Ich gucke herausfordernd in die Runde. Eisfuchsleute, seid ihr bereit, alle zusammen, so wie wir da sind, in den Kampf zu ziehen? Seid ihr bereit, notfalls zu sterben, um den Norden zu retten? Uns mit unseren Verbündeten, den Yetis und vielen, den Rondra-Kriegern und allen zu verbünden. Wir werden eine ansehnliche Gruppe sein. Und trotzdem werden wir Fjarninger herausstechen. Ihr wisst, dass wir stark sind und hart wie der Norden. Dass wir kämpfen können wie nur wenige hier. Dass wir wissen, wie wir mit unseren Waffen umzugehen haben. Seid ihr bereit, uns vor Frunu zu bewähren? Zu zeigen, dass wir stärker sind als alles Eis, als alle Gegner, als alle bösen Kreaturen, die er vielleicht als Prüfung vor uns stellt. Seid ihr bereit, mit mir loszuziehen in den Kampf gegen das Böse? Wir sind bereit. Stampfen so mit ihren Speeren auf den Boden. Ja. Selbst so kleinere Kinder drängeln sich nach vorne, haben so eine Keule in der Hand und klauen mir auf den Boden. Ich stimme mit ein in dieses Gekampfe. Eisfuchsleute, sie werden nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn wir auf sie zukommen. Am Tag nach morgen sind wir im Morgengrauen zum Abmarsch bereit. Das heißt, wir haben den Rest dieses Tages und den morgigen Tag alles zusammenzupacken. Und dann ziehen wir los. Packt das Nötigste, was ihr braucht. Proviant für die Reise, warme Kleidung. Und vor allem die Waffen und das, was ihr braucht, um sie gut einsatzbereit zu halten. Haltet euch nicht auf mit irgendwelchem Hausrat. Wir müssen schnell sein können und wir müssen kampfbereit sein können, ohne dass uns schweres Gewicht zurückhält, verlangsamt. Ein Kriegsgesang wird angestimmt und so machen sich 100 Eisfuchsleute auf den Weg Richtung Norden. Während Goswin und
Wiegbald von Balihu in einem kleinen Boot am Rande des zugefrorenen Meeres entlang paddeln. Und immer auf Richtung Glündhafen. Zumindest hofft Goss, wenn das Wiegbald schon weiß, was er da tut. Alsbald habt ihr den Nebel der Halbinsel Nico hinter euch gelassen. Es gibt kleine, wässrige Wege, die in das Eis geschlagen sind, entweder geschlagen oder irgendwie frei vom Eis sind. Zumindest nah an der Küste. Ja. Ich glaube, die größte Ruderarbeit wird Wiegbald übernehmen, oder? Ich wollte es gerade sagen, da der wahrscheinlich Oberarme wie ich Oberschenkel habe, hat, werde ich mich wohl ein bisschen zurücklehnen. Ich meine, ich bin ja auch schon ein paar Tage unterwegs gewesen. Ne? Also eben, ja. Kriegt man auch echt ordentlich Tennisarme. Nicht, dass ich wüsste, was Tennis ist, aber... Ja, dieses horasische Spiel. Ja. Ja. Ihr braucht schon noch eine ganze Weile und Wiegbald lässt es sich nicht anmerken, aber es ist auch für ihn anstrengend, dieses Boot durch das Eis oder das, also hin und wieder ist das Meer halt hier dünn zugefroren, sodass man halt mit diesem das Ruderboot halt durch dieses dünne Eis halt durchmanövrieren muss, was nochmal doppelt schwer ist. Die letzten Kilometer müsst ihr über das zugefrorene Meer laufen, könnt aber Glündhafen schon am Horizont erkennen. Und vor allen Dingen das große Praios-Kloster auf dem Hügel ist von weitem schon mit einem goldenen Glanz zu erkennen. Wie es über der Stadt prangt. Schön. Ja. Dann hoffen wir mal, dass der Herr Praios unserem Ansinnen wohlgesonnen ist. Warum sollte das nicht sein? Naja, wenn der Bote ein Magier ist, also ich fühle mich dabei schon ein bisschen mulmig. Wieso? Betreibst du die schwarzen Künste? Wir sind eine Ware, nein. Warum fühlst du dich dann mulmig im Gegenwart des Gottes der Gerechtigkeit? Ja, wie bald, ich komme aus Lovang. Warst du schon mal in der Gegend? Ja. Ich habe damals gegen die Orks gekämpft. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich nur unterstützen. Orks sind eine Landplage. Aber es gibt etwas, das noch ein bisschen schräger ist als Orks. Und das sind die praiotischen Fanatiker in der Lovang. Sagte die Siedlung Neu-Lovang was? Mhm. Ja, also dieser Lovanger Dualismus, unglaublich fanatische Preis. Mhm. Möchtest du auch einen Schluck aus dem Trinkschlauch? Ja, doch. Naja, und ich erzähle ihm einfach ein bisschen was von dem. Ich weiß, dass es aus meinem Mund vielleicht komisch klingt, Goswin. Da du mich gerade erst aus dem Tempel der Reue geholt hast, aber ein bisschen Vertrauen in die Zwölfe, vor allen Dingen in den Götterfürsten selbst. Selbst seine fanatischsten Diener werden an einer rechtschaffenden Queste, selbst wenn sie von einem Magier überbracht wird, wohl keinen Makel finden. Hoffen wir es. Ich möchte das gerne. Wenn doch, sei dir bewusst, dass du auch im Namen der Leuen sprichst. Das wiederum ist eine große Ehre und auch nicht selbstverständlich. Ich habe deinem Gebet gelauscht vor dem Altar.
etwas ungewöhnlich, aber inspirierend. Ich bin mit den Traditionen der Ronrer Kirche kein Stück vertraut. Aber ich gehe davon aus, dass die Leuen ein aufrichtiges Herzensgebet durchaus zu schätzen weiß. Glündhaven ist ein Stützpunkt der Bandstrahler und Sonnenlegionäre. Das heißt, es sind Krieger. Hm. Im Auftrag des Götterfürsten zwar, aber dennoch Krieger. Mein Wort wird auch dort wahrscheinlich etwas zählen. Darauf vertraue ich. Warst du schon mal in Glündhaven? Ja. Dann warst du schon mal im Prios-Kloster dort? Ja. Und war es schlimm? Nö. Was betrübt dann deine Seele? Nenn es eine antrainierte Scheu. Man wird alte Gewohnheiten nur schwer los. Das ist richtig. Und ist es nicht genau das, was uns als Prüfung auferlegt ist? So habe ich das noch nicht betrachtet. Ich hatte viel Zeit, über die Wege der Götter nachzusinnen im Tempel der Reue. Mein Weg ist ganz und gar nicht geradlinig. Es hat lange gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass er das nicht muss. Und ebenso sehr muss der Götterfürst auch deine Gabe, so sehr er sie wahrscheinlich nicht wertschätzt, aber doch dennoch dich akzeptieren als das, was du bist. Solange du rechtschaffen handelst, kannst du vor ihm bestehen. Und auch vor dem fanatischsten seiner Diener. Und da gebe ich mir zumindest große Mühe. Dann hast du nichts zu befürchten. Ja, dann auf in das Kloster des Götterfürsten. Er grinst und schreitet voran. Sieht den großen, das große zweihändige Schwert auf dem Rücken geschnallt vor den Zacken, als er eingesponnen in, also eingewickelt in Tücher und so, dass es nicht an die Lederrüstung, die er trägt, scheppert. Trägt seinen Wappenrock. Und ich denke mir, wenn ich Maraskana wäre, wäre ich gerne im nächsten Leben Ronrer geweiht. Tja, wollen wir nicht alle ein bisschen Maraskana sein? Oder Ronrer geweiht. Ja, ihr betretet die Stadt vom Meer aus, also durch das Eis. Ihr merkt sehr schnell, dass man dort behelfsmäßig in das Eis Abwehrwälle eingezogen hat. Aber man lässt euch passieren. Stadtwachen patrouillieren an diesen Wellen entlang. Man erkennt dich jetzt zwar nicht wieder, aber man sieht auf jeden Fall, dass an deiner Kluft, dass du ein Magier bist. Das flößt schon mal Respekt ein und vor allen Dingen flößt Wiegbald ordentlich Respekt ein als deutlich erkennbarer Streiter der Leuen. Also sollte mich da einer schräg angucken, mache ich einfach nur so. Großer Bruder und so. Du warst schon mal hier. Geh mal vor vielleicht. Wenn du die Leute schon kennst hier. Ja, in Ordnung. Und ich gehe dann einfach mal vor. Und halt zum Kloster geht es halt hoch über diesen Serpentinenweg.
den du auch schon mal nach oben gegangen bist. Man hört von Weitem auch schon das große Tamtam, weil da innerhalb des Klosters ja das Flüchtlingslager untergebracht ist. Mit den ganzen Friesoffern drin. Und als du auf den Innenhof trittst, siehst du auch halt das, ja, das alltägliche Leben von ja, einem Flüchtlingscamp, könnte man, so könnte man es nennen. Viele Zelte sind aufgebaut. Hier und da brennt ein kleines Feuerchen mit einem Topf drüber und jemand kocht etwas. Es sieht so gar nicht aus wie der Vorhof eines Praios-Klosters. Eher so, ja, wie ein, wie du das vielleicht von Ilvas Stamm als von diesen Zelten, von einem Zeltlager könnte man es vielleicht nennen. Ja, da werden wahrscheinlich hauptsächlich Norbaden drin leben. Ja, die Friesoffer halt, ne? Die kennst du ja teilweise schon. Also die Igeljovs auf jeden Fall, ja. Da wirst du auch den einen oder anderen irgendwie sehen. Ja, und ziemlich schnell schreitest du wahrscheinlich auf das Hauptgebäude des Klosters zu. Mhm. Und da biegt hinter einem Zelt irgendwie in deinen Weg ein kleines Mädchen. Goswin! Breitet die Arme aus, läuft in deine Richtung. Ah, Wicker! Und ich breite auch die Arme aus und dann rennt sie wahrscheinlich einfach rein. Genau. Habt ihr die Bösen besiegt? Ein paar. Ein paar? Ja, ein paar Böse haben wir besiegt. Wie viel? Wie sahen sie aus? Böse. Muss mir alles erzählen, zuppelt so an dir rum. Vika, könntest du vielleicht Mokosch, Irgeljov und Nornara holen? Klar. Wohin? Am besten in die Kammer der Hohepriesterin. Oh. Klar. Wir müssen erst ein bisschen was Offizielles besprechen. Ich weiß nicht, ob Nornara da so gerne hingeht. Ich soll da auch nicht hin, aber ich war mal ganz kurz drin. Und? Das ist ganz schön hell da drin. Jo. Ich sollte da aber nicht sein. Das hat mich ganz schön komisch gefühlt. Hm. Und dieser Greif, den sie als Statue davor aufgebaut haben, hat mich so fies angeguckt. Hm. Wahrscheinlich, weil ich nicht gehört habe. Wie, du hast nicht gehört? Naja, ich habe nicht auf Nornara gehört, dass ich nicht da reingehen soll. Ach so. Puh, das ist schon, jetzt wer weiß, was angestellt. Und Felix hat gesagt, dass wenn man etwas falsch macht, dann sieht das der Greif. Ein kluger Mann. Mit einem schönen Namen. Ja, Felix war ja ihr Schwarm gewesen, wenn du dich erinnerst. Der ja, ich erinnere mich. Eis-Iman spielende Felix. Ja, du musst aber auch vorsichtig sein, denn du hast Fähigkeiten, mit denen kannst du ziemlich viel Schaden anrichten, ne? Also immer schön auf Nornara hören. Also. Nein, ich kann heilen. Das ist richtig. Aber du weißt ganz genau, habe ich dir noch nicht erzählt. Ich glaube, ich musste mal einen Vortrag darüber führen, was für Gefahren die Magie bergen kann. Wann anders? Dafür brauchen wir Zeit. Jetzt muss ich mich mal eben mit den Dreien unterhalten. Klar. Ich lauf dann mal. Läuft fort. Mache ich mich, glaube ich, mal bereit für einen Bericht. Ja. Zu kurz irgendwie die Treppen hochgehst zum Eingangstor des Tempels, tritt aus dem großen Tempeltor erst ein in eine goldene Rüstung gekleideter Krieger heraus und dicht gefolgt von einer Frau, die du auch kennst, nämlich Nirala.
Dann winke ich als erstes Mirala zu. Na, sie grinst so in deine Richtung, irgendwie tippt dem Krieger dann so auf die Schulter, meint dann so irgendwie deutet so irgendwie in die Ferne. Meint, nein, Goswin. Hallo, Mirala. Wo ist Lothir? Längere Geschichte. Schön, vielleicht, dass ihr wieder hier seid, alle. Wir sind auch nicht alle wieder hier. Ich und Wiegbald sind hier. Und ich deute auch bald. Verneigt sich so kurz vor ihr. Oh, Wanderer zum Gruße. Lothir hat eine andere wichtige Aufgabe. Ich habe den Weg hier nach Glündhafen vorgenommen, weil er sehr weit war und ich am schnellsten reisen konnte. Ach. Und Lothir trommelt ganz viele andere zusammen, zum Beispiel die Frigorner. Ach. Und die Yetis. Yetis. Und die Nivesen. Nur die Fjallinger muss er nicht zusammentrommeln, die kommen nämlich mit Ilva. Am besten du kommst mit in die Kammer, ich erzähle das in der langen Version. Das klingt, glaube ich, gerade etwas komisch. Klar, sicher. Ich soll dir auf jeden Fall schöne Grüße ausrichten und er hat dich. Hat er das gesagt? Ja, das hat er gesagt. Mhm. Ich möchte noch mal kurz dazu sagen, dass ich ein unglaublich schlechter Lügner bin. Besonders auf der Schwelle eines Braios-Klosters. Hat er das wirklich gesagt? Nein. Doch, hat er gesagt. Wahrscheinlich ist meine Stimme auch sehr, sehr hoch. Hat er gesagt? Ja, Wiegbald legt von hinten so den Panzerhandschuh so auf deine Schulter, Goswin. Hat er das wirklich gesagt? Guck mich um. Also er hätte, wenn ich ihm die Zeit gegeben hätte. Bestimmt. Besser. Schieb dich so nach vorne in den Dempel rein. So viel zur Rechtschaffen. Ja? Oh, der Schwert ist schon abgegeben. Ja, Todesblick des Greifen, genau. Ja. Ja, ihr trefft euch mit Quenya vom Berg. Moment, wie hieß sie noch mit vollem Namen? Quenya Goldklinge vom Berg, hohe Priesterin des Klosters von Alduin. Genau. Richtig. Einmal schnell noch einblenden. Ne? Ja, diese freundliche, zierliche Gestalt in einen weißen Pelz, den sie über ihrem Ornat trägt. Sie trägt diesmal das Himmelslicht irgendwie um den Hals, das weiß strahlt und die Sonne reflektiert, die von allen Seiten hier in dieses Zimmer hereinscheint. So sehr ist dir das gar nicht aufgefallen. Draußen war es eigentlich ziemlich diesig, als du eingetreten bist, aber hier drin scheint irgendwie die Sonne verstärkt durch die Fenster zu strahlen. Vielleicht, wenn du jetzt wieder rausgehst, ist sie dann wieder da, wer weiß. Wen wundert. ja, also sobald ich Quenya sehe, verneige ich mich höflich. Quenya, ich habe viele gute und viele schlechte Neuigkeiten. Und eine Anfrage. Kommt erstmal herein und setzt euch. Und lasst die Höflichkeiten weg, wir kennen uns. In Ordnung. Ich habe Mokosch, Irgelov und noch ein paar andere gebeten, auch noch dabei zu sein. Es kann sein, dass wir jeden verfügbaren Mann brauchen. Jede verfügbare Frau, die in irgendeiner Weise was ausrichtet. Mhm.
Dann warten wir, bis du erzählst oder willst du mir vorher berichten? Ich glaube, dann erzähle ich es nur einmal und dann allen, dann, wenn das für dich in Ordnung ist. Sicher. Darf ich euch etwas zu trinken anbieten? Gerne. Ein Honigmet hatte ich. Hast du auch Wasser? Sicher, kann man den mit Wasser verdünnen. Gut. Nein, ich weiß schon Bescheid. Ja, also ich hab vor ein paar Tagen noch ordentlich heftig mit den Fernhängern gefeiert und ich muss zugeben, dass der Kopfschmerz immer noch nicht ganz abgeklungen ist. Ach. Ja, ich muss. Gefeiert. Warum? Ja. Habt ihr den Gegner besiegt? Es gab einen Herrschaftswechsel in der in Ilvas Stamm. Der wurde gefeiert. Ah. Ilva ist jetzt die Anführerin des Stammes. Dann sind die Visionen, die ich hatte, wahr geworden. Was hast du denn sonst noch für Visionen gehabt? Es ist schlimm mit diesen Visionen. Blickt so Richtung Wiegbald. Sind meistens erst dann richtig ersichtlich, wenn man Ereignisse zugetragen bekommt, die ihnen Sinn ergeben. Dann könnte es passieren, dass vielleicht ein paar von den anderen Visionen auch bald Sinn ergeben. Ein Ding ließ mich nicht los. Ich habe einen Ruf, eine Stimme gehört des Nachts. Von einer Frau? Mhm. Es war die Leuen. Setzt sich Wiegbald auf. Ich habe sie auch vernommen. Spricht zu uns. Könnte sein. Der Greif guckt dich böse an. Das war nicht gelogen. War doch nicht verurteilt. Das war diplomatisch. Diplomatie im Prius-Tempel, sowas gibt's nicht. Das ist wirklich, was soll ich denn machen? Ey? Das Schlimme ist, es könnte sogar die Leute gewesen sein. Du weißt ja nicht, welche Stimme er meint. Ich hab doch gesagt, es könnte sein. Du bist also, Lager, du ich habe nur gerade deinen Gesichtsausdruck gedeutet. Ja. Ich fühle mich jetzt auch automatisch schlechter. Ja. Ja, man gibt euch was zu trinken. Und die Igelios kommen als ganze Familie an, getorkelt, mehr oder weniger. Also nicht wirklich, sind nicht betrunken oder so, ne? Komm. Nornara kommt mit eingezogenem Haupt, schiebt so Vika vor sich her. Wen hattest du noch geschickt nach? Ja, Nirala ist ja eh schon da. Ja, das waren erstmal die. Also da bin ich jetzt davon ausgegangen, das sind diejenigen, die in irgendeiner Form als Einzelpersonen jetzt gerade involviert sein sollten und durchaus auch als Multiplikatoren fungieren können. Okay. Hat sie Wahrzerich dabei? Nein, zumindest kannst du ihn nicht sehen. Kann ich. Ja, Quenya vom Berg schaut Richtung Nornara und grüßt sie freundlich, lächelt sie zu. Prios zum Gruße. Lächelt nur. Also wenn da nicht von einem Heimvorteil die Rede sein kann. Ja. Nun, Goswin Albrecht hat uns etwas zu berichten. Ja. Ich glaube, ich gehe am besten chronologisch vor. Ihr wisst alle, warum
wir hierher gekommen sind. Frisov wurde dem Erdboden gleichgemacht von den Chakagra. Die größte schlechte Nachricht vorneweg, das ist noch lange nicht ausgestanden. Die Chakagra versuchen, seitdem wir hier abgereist sind, Kräfte zu sammeln, Geheimnisse des Nordens aufzudecken, aus denen sie Macht ziehen können. Wir haben versucht, einiges davon zu vereiteln, sind hoffentlich auch erfolgreich gewesen. So ganz genau kann man das ja nie sagen, gerade wenn es um Magie geht. Es gibt da mehrere gute Nachrichten. Wir sind den Chakagra mehrfach in die Quere gekommen. Wir haben aufgedeckt, was es mit den Himmelslichtern auf sich hat. Die Himmelslichter sind Artefakte, ob nun magischer oder sakraler Natur, kann man gar nicht so richtig sagen. Sie sind auf jeden Fall miteinander verbunden und sie bilden alle bestimmte Aspekte eines großen, großen Ganzen. Deswegen sagte ich auch gerade, es kann sein, dass es die Loyen war, die nach dir gerufen hat, Wiegwald. Es kann aber auch sein, dass es Ikayu ist. Denn Ikayu trägt das Himmelslicht, das ich vorher getragen habe, und kann es kontrollieren. Und es trägt ein Merkmal der Verständigung in sich. Und daher könnte es auch sein, dass es durch diese Verbindung dazu gekommen ist, dass ihr ihre Stimme gehört habt. Sie trägt Liskaryl, das Licht der Liska. Ich will die nicht zu sehr mit anderen Religionen nerven. Das ist... das sind schon mal gute Nachrichten. Es gibt auch schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist zum Beispiel, dass Frigorn ebenfalls dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Chakagra konnten das Ungeheuer vom Blauen See, heißt er, ne? Mhm. Ja, das Ungeheuer vom Blauen See erwecken. Sie konnten es aber nicht kontrollieren, sodass es sich auch gegen sie gewandt hat. In seiner Wut das evakuierte Frigorn vernichtet hat, glücklicherweise aber nicht mehr Schaden angekommen. Wir haben noch weitere Verbündete gefunden. Wir haben einen Stamm Yetis, mit dem wir ein Abkommen haben. Wir haben einen Stamm Nivesen getroffen. Wir haben außerdem die Einwohner der Stadt Frigorn und einen Stamm Fjarninger auf unserer Seite. Wir haben schon einen Dämon zweimal ausgetrieben, den die Chakagra auch gerne als Unterstützung genutzt hätten. Ihr seht, es ist viel passiert in der letzten Zeit. Und was wir jetzt gerade tun, ist, alle Verbündeten, derer wir habhaft werden können, zusammenzurufen in Frisov, um dort die Chakagra zu stellen. Denn ich sprach gerade von eben jenem Dämon. Wir haben herausgefunden, dass dieser Dämon wohl beschworen werden kann. Und zwar in der Bernsteinbucht, ein paar Meilen nördlich von Frisov. Und dort haben sich die Chakagra zusammengezogen. Die Chakagra besitzen ein Himmelslicht und haben eine Verbündete, die ein weiteres Himmelslicht trägt, als Geisel genommen. Ihr solltet wissen, dass es sich bei dieser Verbündeten ebenfalls um eine Chakagra handelt, die allerdings abtrünnig geworden ist und uns eine unglaubliche Stütze war, die Pläne der Chakagra zu durchkreuzen. Niemand war zu keiner Zeit besessen. Das ist gut so. Ja. Ungute Nachrichten, ein
Dämon, ein Dämon, das Monster aus dem See, was wir nur für eine Legende hielten. Aber die Stimme der Leuen, die spricht, und diese Artefakte, die auf merkwürdige Art und Weise ihren Weg zu mir und zu Wiegbald und zu euch fanden. Nun, ich habe euch damals ja schon versprochen, dass ich komme, wenn die Schlacht ansteht. Es scheint jetzt der Zeitpunkt zu sein, nicht wahr? Das ist er. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Ich war nicht untätig. Ich habe meine Krieger abmarschbereit gemacht. Sie sind schnell abmarschbereit. 15 Bandstrahler und 5 Sonnenlegionäre. Ein ganzes Kontingent. Alles, was ich entbehren kann. Das hört sich schon gut an. Ich schau mal Mokosch an. Wollt ihr auch mit in den Kampf ziehen? Nach Friesow zurück. Unsere Stadt wieder zurückerobern. Ich denke, es wird Leute geben hier, die sich gerne anschließen, ja. In Friesow werden alle warten. Ich kann nicht dafür garantieren, dass alle mitkommen. Zu sehr sind die Schrecken, die wir dort erlebt haben, noch zu präsent. Ich kann niemanden zwingen, gegen die Chakagra zu ziehen. Und das werde ich auch nicht tun. Ich glaube, wenn ich das tun würde, dann könnte ich für den Rest meines Lebens, sollte ich das überleben, nicht vernünftig schlafen. Ich habe mir gedacht, dass dieser Tag kommt, an dem wir nochmal raus müssen. Ich habe gehofft, dass wir erst im Sommer wieder zurückkehren. Wir müssen so schnell wie möglich gehen. Und ich schaue auch nochmal Nirala an, als ich gerade sagte, alle werden in Friesow warten. Da habe ich sie auch nochmal eindringen. Ich schaue zurück. Die auch nochmal einblenden. Siehst die tiefblauen Augen, die zurückblicken. Ich schaue auch nochmal Nornara an. Wie sieht's aus? Bist du auch mit dabei? Ich denke, Friesow ist meine Heimat. Ich war mir aber nicht sicher, wie viel ich zu einem Kampf beitragen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir mehr denn je jede gute Heilerin gebrauchen können. Das kannst du! Macht so irgendwie Vika von unten. Ja, das kann ich wohl. Ich komm mit. Dann will ich auch mit, Vika. Jede gute Heilerin. Er hat gesagt, ich bin eine gute Heilerin, hast du gehört? Nein, das habe ich nicht. Aber das sage ich jetzt natürlich. Da reden wir später drüber. Nirala meint dann so, ich kann mir gut denken, dass ein paar der Glündhavener Leute auch mit wollen. Die Chakagra haben auch Glündhaven noch einmal angegriffen. Einige sind
durchaus auf eine Rache aus. Ich schaue Wieg bald nochmal an. Rache ist nicht das Motiv, mit dem wir in den Kampf ziehen. Richtig, aber wir können jeden Axt und jedes Schwert brauchen. Können wir uns aussuchen, aus welchen Motiven sie handeln. Jetzt bin ich gespannt, was der Rondreana sagt. Er baut sich so von Nirala auf. Rache ist ein schlechter Ratgeber. Es sind die Einflüsterungen des Gegenspielers, der Leuen, die einen zur Rache anstiften. Wenn man sich vergisst auf dem Schlachtfeld. Gut, ich werde den Leuten das so sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch aus einem anderen Motiv mitziehen wollen. Sie blickt so in deine Richtung, zwinkert dir zu, meint, das kann ich mir denken, vielleicht gegen Geld? Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte eher vielleicht zum Schutz ihrer Lieben. Oder das? Das ist nämlich das, was wir da vorhaben. Ich möchte das nochmal kurz herausstellen. Ach, da kam die Bornländerin in ihr durch, also die Bronjarin, da kann sie nichts für. Ich habe mit Hetman, nicht mit Hetman, mit der geweihten Marada Tevils dort hier gesprochen. Im Tal. Sie hat die Reliquie, die Axt von Hetman Fanwulf. Ich denke, wenn sie mitkommt und die Axt führt, werden uns bestimmt die Torvaler hier in der Stadt unterstützen. Nehmt die Torvaler. Das ist eine Schiffsbesatzung hier. 10 Mann. Ja, wunderbar. Und da wir in Friesow auch einen geschändeten Tempel des Effard haben, ist sie garantiert vom Interesse, dass sie mitkommt. Wenn man sie vom Met wegbekommt. Wenn sie der Reliquie folgen, könnte es sein, dass sie auch gut aussehen wollen beim Kampf, oder? Das war meine Idee, ja? So wie ich Torvaler einschätze, geben sie sich im Kampf nicht die Blöße, betrunken zu kämpfen und dann zu verlieren. Ich habe schon den ein oder anderen Torvaler betrunken kämpfen sehen, das war... Ja. Vielleicht nicht der Leuen ganz ebenbürtig, aber... Gut genug, würde ich sagen. Ja, dann machen wir uns doch mal keine Sorgen, oder? Ja, Wiegbald schaut sie wieder ganz eindringlich an. Die Torvaler haben eine tiefe Beziehung zu einem Kind Rondras, von daher... Ich habe gelesen, dieses Kind Rondras ist dem Alkohol sehr zugetragen. Von daher, warum nicht? Dann würde ich vorschlagen, wir machen uns auf. Auf die Reise anzutreten. Gut, dann sammeln wir die Leute zusammen. Quenya nimmt nochmal Goswin dann zur Seite und meint dann, dieser Ritualplatz, von dem du sprachst. Mhm. Wenn sie da einen Dämon beschwören, müssen wir das verhindern. Ganz deine Meinung. Absolut. Und zwar bevor es zum Kampf kommt. Das wollte ich sowieso noch mit dir besprechen. Wenn wir in Friesow einen Plan aushecken, werden wir wahrscheinlich sowieso einen kleinen Trupp bilden müssen, der sich um
die Geiselbefreiung und die Beschaffung des letzten Himmelslichtes kümmert. Ich würde so weit gehen und sagen, sobald wir die Himmelslichter alle bei uns versammelt haben, sieht es sehr gut aus für uns. Ich kann auch nicht genau sagen, was passiert, wenn alle Himmelslichter beisammen sind, aber es wird mit Sicherheit nicht ungünstig sein. Es ist im Sinne des Herrn Prios, das Licht zu vermehren. Von daher. Was ist deine Meinung? Und wenn wir nebenbei auch noch verhindern könnten, dass dieser Dämon auf Dere losgelassen wird, wäre ich sehr... Das sollten wir verhindern. Da wäre ich wirklich sehr bei. Du hast irgendwas von Besessenheit geredet eben. Nun ja, Dämonen versuchen ja auch Besitz von Menschen zu ergreifen. Von welcher Art Dämon reden wir? Was versuchen sie in diese Welt zu holen? Sie wartet so, bis alle aus dem Raum rausgegangen sind. Alles, was ich verstanden habe, ich bin nicht sehr bewandert in der Dämonologie. Also eigentlich habe ich gar keine Ahnung, außer den Aufzeichnungen, die ich über diesen Dämon gefunden habe. Was besagen sie? Sie besagen, dass es ein mächtiger Dämon des 13. ist. Macht große Augen. Deshalb versuchen sich die Chakagra darin, ihn unter ihre Kontrolle zu bringen. Wohl ist er noch in zwei Teile gespalten. Das muss unter allen Umständen verhindert werden. Absolut deine Meinung. Ich habe die brauchbaren Bernsteinwaffen aus dem Keller hochholen lassen für die... Wir können die Bevölkerungs... die kampffähigen Krieger hier... Krieger. Die Männer und Frauen, die in den Krieg ziehen wollen, damit ausrüsten. Die Waffen haben sich im Kampf gegen diese Dunklen sehr als hilfreich erwiesen. Und sie tragen den Segen des Herrn bei sich. Ich werde außerdem schauen, dass ich ein bisschen Bandstaub mitnehme. Wir werden sicherlich versuchen müssen, einen Schutzwall oder eine Verteidigungslinie zu ziehen. Mit wie vielen Verbündeten können wir rechnen? Ich überschlag mal kurz. Wie viele Yetis waren das? 10? Na, 15. 15 Yetis, in etwa 40 Fjaninger. Wie viel Fanta mitbringt, weiß ich nicht. Dann die wehrhaften Einwohner der Stadt Frigorn. Kommen wahrscheinlich so auf 70 oder 80 Personen, oder? Ja, wenn du es so über einen Daumen peilst schon, ja. Ja. Dann kann sich Goswin noch ein bisschen ausruhen in der Stadt. Es werden insgesamt Aufbrechen aus Glündhaven an ihren Zug nach Friesorf antreten. 15 Bandstrahler und 5 Sonnenlegionäre inklusive Quenya vom Berg. Der Rondra-Geweihte, den Goswin ja mitgebracht hat, wiegt bald von Baliho. Und insgesamt 40 streitbare Glündhavener und Friesoffer, die inklusive der Effert-Geweihten Marada Tevils dort hier und den 10 Torwallern, die mitwollen. Es gibt viel Ehre zu erlangen. Genau. Und sie führt halt die Reliquie, die Axt von Hetman Fanwulf.
und ist vornehmlich dafür dazu bereit, den Effa-Tempel in Frisov wieder zu weihen. Des Weiteren schließt sich diesem 40 Mann starken Trupp an. Ein nicht sonderlich kampferprobt aussehender Mensch. Moment, ich muss gleich mal gerade mal gucken. Ja, auch eine Frau, 48 Jahre alt. Und ja, die sich zu den Truppen dazustellt, so ein bisschen nach nichts aussieht, in eine braune, weite Robe gekleidet ist. Und als dann Quenya vom Berg irgendwie mit ihren Sonnenlegionären irgendwie dazutritt, schaut sie so ein bisschen herausfordernd an und meint dann, Ribulik, du willst auch mitkommen? Ich kann dir doch den ganzen Spaß nicht alleine gönnen, Quenya. Gut. Wir können jede Klinge gebrauchen. Hey, Quenya, wer ist das? Ribulik. Eine Händlerin hier aus der Stadt. Keine sonderlich Praios-gläubige Gestalt, wenn du mich fragst. Mhm. Eine nicht sonderlich Praios-gläubige Händlerin in einem riesigen Bernstein. Mhm. Ja. Die Ribulik führt eine kleinen Karren hinter sich her und ja, hat ein kleines ja, so Honigtöpfe da drauf und ja, Goswin kann man obwohl das wirst du zwischendurch mal, obwohl mach mal Götter und Kulte Probe. Dass das heute alles auf Wissenstalent geht. Drei Qualitätsstufen. Ja, ist eine kleine Statuette drauf, die Mokosha abbildet. Oh. Aber sie ist keine Norbadin, oder? Schwer zu sagen. Zumindest sieht sie nicht aus wie eine. Hm. Vom Namen her kannst du das jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen. Auf jeden Fall hängt sie dann, wenn ihr losmarschiert, mit den Igeljovs ziemlich zusammen. Ja. Gut. Wie gesagt, dann verlassen 40 Glündhavener und Friesoffer, inklusive Nornara und ihrer Vika und natürlich Wazerich, den ich jetzt mal nicht als Kämpfer zähle, aber der mitkommt. Ja, die Effert-Geweihte und die Händlerin Ribulik, die Torvaler, 5 Sonnenlegionäre, 15 Bandstrahler und der Rondra-Geweihte samt Goswin im Schlepptau. Und natürlich können ja vom Berg Glündhaven Richtung Süden. Oder Süd, nicht ganz nach Süden, sondern Südosten. Immer die Küste entlang. Richtung Frisov. Vom Süden her Richtung Norden unterwegs Ilva mit dem gesamten Eisfuchsleuten. 100 Menschen, 100 Fjarniger, Männer, Frauen und Kinder, Greise und ja, Tiere. Den gesamten Hausstand mitschleppend.
und aus dem Osten von Frigorn anreisend Lothir und Ikaju zusammen mit Fanta und 30 nivesischen Kriegern. Zehn Frigornern, die kampfbereit sind. Und 15 Yetis, inklusive Mrom und Brom. Wobei Mrom auf seinen Ast gestützt, schwer verletzt noch aussieht. Und ich denke, für heute können wir dann mit diesen drei Zügen, die sich aus drei Richtungen Richtung Friesow aufmachen, die letzten Abwehrreihen der Menschheit gegen die Chakragar noch einmal betrachten. Und Feder hat ausgerechnet im Chat, es sind 172 Menschen, die sich gegen die Chakragar schälen. Wir werden sehen, ob das reicht. Das wird eine knappe Kiste. Das wird eine richtig knappe Kiste. Oh, scheiße. Es sind Menschen und Yetis und Halbelfen. Und Halbelfen und Bandstrahler. Und ich weiß, aber... Und Fjarniger und Torvaler, ja, ja. Alles Menschen. Und, aber nach den Informationen, die wir von Eisblüte haben, wird das echt scheiße, verdammt nochmal brenzlig. Also im schlimmsten Fall haben wir eine Übermacht gegen uns, im besten Fall sind wir die kleine Übermacht. Aber da sind ja da ist ja bestimmt Quenya ja nicht die einzige Geweihte. Nein, die nee, du ja auch. Ja. Die Effert-Geweihte ist noch dabei. Aber die können vor allen Dingen vielleicht versuchen, sich zusammenzuschließen und ein großes Netz aus Licht machen, damit die Chakragar ihre Dunkelheitssachen nicht hinkriegen. Ja, wir müssen da dringend einen Schlachtplan das nächste Mal ausarbeiten. Das wird ein spannendes Gespräch mit allen Fraktionen an einem Tisch. Stell mir das so ein bisschen auch vor, wie dieser Kartentisch in bei Game of Thrones, wo man dann die... Hoffentlich arbeitet die einen besseren Schlachtplan aus als... Die Dragon Age-Freunde erinnern sich an Inquisition. Oh ja, genau. Inquisition, da gab es jetzt auch so einen coolen Tisch, genau. Ja, ja. Aber wir haben keine Drachen. Wir brauchen auch so einen Tisch. Ihr habt keine Drachen? Seid ihr sicher? Nicht. Oh, scheiße, und ich hab den. Ich hab noch was vergessen, auf der Gegenseite einzurechnen. Ah, es wird nur schlimmer, es wird nur schlimmer. Hör auf, des Meisters Arbeit zu machen. Sofort. Sag einfach nichts, Quali hat das bestimmt nicht auf dem Schirm. Immerhin können wir vermutlich das Ding vom Blauen See streichen. Vermutlich. Bitte, 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 bitte. Wenn das auch noch auftaucht, dann ja. Also, wie ich sagte, das Monster und der Dämon sind Variablen. Fuck. Genau, der große Ruf an alle. Wenn ihr einen Chakragar umlegt, klaut ihm nicht die Ausrüstung. Kein Loot. Sagt das so nicht, Geljofs. Was war's mit den Tormalern? Oh ja! Ja. Ja. Naja, ich kann ja im Zweifel zweimal meine Geschichte erzählen, auch wenn ich dann bei der Praiotin unten durch bin. So. Hey, bisher war sie ganz nett. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen sie habt, nur weil Dreios draufsteht. Dafür, dass die Sonnenlegionäre und Bandstrahler einfach mal durch die Gegend schickt, ja? Ja, klar. Ist die echt hammertolerant. Also. Ja. Ja, wenn da nicht dieses kleine Detail wäre. Aber schauen wir mal. Tja. Ja, es ist, wie gesagt, der Norden versammelt sich zur Abwehr gegen die Macht, die da einfallen will. Und wir werden bald erleben, ob das reicht und welchen Plan unsere Himmelslichtträger aushecken. Ob sie Eisblüte retten können, ob sie die restlichen Himmelslichter zusammen kriegen und was ist dann überhaupt passiert, wenn alle Himmelslichter zusammen sind.
Ja, ich finde, die Runde hatte jetzt so ein bisschen auch nochmal einen Zusammenfassungscharakter, weil man die ganzen Leute nochmal alle wiedergesehen hat. Nostalgie pur. Ja. Das Schlimmste ist, wenn wir dann nächste Sitzung auf all die Charaktere treffen. Also jetzt hat ja jeder nur so einen Teil getroffen. Ja, vor allen Dingen... Ich freue mich auf Vika und genau, Marzerich am allermeisten. So. Ja. Vika und Ilva, genau. Das dynamische Duo. Ja. Ja. Und Lothia Schulter an Schulter mit Nirala kämpfend, das ist bestimmt auch eine schöne Szene irgendwann. Warum muss ich jetzt an Fluch der Karibik denken? Ja, genau. Ja. Svenja, ja, ich will, dass ihr uns traut. Ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Bandstrahl! Das Abenteuer neigt sich dem Ende zu. Ich weiß noch nicht, wie viel noch über ist. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell wir das alles ausspielen können. Aber viel ist nicht mehr über. Wir gehen auf die Zielgerade. Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Heute war ja sehr viel Konkurrenz mit dem Ruhrpott-Festival in Shadowrun und der Schafies Fluch, den Königsmachern bei Mischka auf dem Kanal. Irgendwie schaut auf jeden Fall mal bei Mischka irgendwie vorbei in der Kampagne. Das lohnt sich auch zu gucken. Und auch auf jeden Fall bei Azrael, wenn ihr Shadowrun mögt, da müsst ihr dieses, die Shadowrunner, die versuchen, ein Musikfestival zu beschützen, glaube ich. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Vielleicht eine coole Sache. Ja, Dankeschön fürs Mitmachen, Zugucken. Ich schaue mal, wer noch so hier im Chat rumhängt. Jetzt um diese Zeit noch. Wir haben hier die Feramin, die sich beschwert hat, dass wir spoilern. Wir haben eigentlich gar nicht groß. Wir haben gespoilert, dass es da einen Kartentisch gibt. Das weißt du doch, Feramin. Ja. Dass Kartentische es gibt es. So, dann, der D-Rex ist da und der Freddy und Jobi und Kargrim und Lux und Mr. Magister und Redpack und Spoon und Sturmkrähe. Und heute. Zwischendurch auf jeden Fall mal da gewesen. Lyscha Schattentänzer hat Koalas gekrault. Vielen Dank nochmal, auch wenn sie jetzt nicht mehr da ist oder er. Da freuen wir uns immer besonders. Und beim nächsten Mal, das wird wahrscheinlich in 2 Wochen wieder an einem Mittwoch sein, wenn ich mich nicht vertue. Ihr findet es auf jeden Fall auf dem Nordpol angeschlagen. Oder ihr folgt. 22. Genau, am 22. ist geplant, genau. Auf dem Nordpol geht es da weiter mit dem Eventkalender. Da könnt ihr immer die aktuellen Termine sehen. Oder ihr folgt mir einfach auf Twitter. Da veröffentliche ich auch immer, wenn was kommt. Da kann man auch dem Pölle oder der Leopardin oder dem Rerion folgen. Feder ist, glaube ich, nicht auf Twitter. Der könnt ihr nicht folgen. Aber naja. Wann sieht man denn neue Sachen von Rerion? Wenn alles glatt geht, am Montag. Was kann man denn da sehen, Rerion? Also Koali, da kann man sehen. Vampire V20 Dark Ages, die transsilvanischen Chroniken. Ja, coole Sache. Schon einmal angekündigt hier auf diesem Kanal, aber dann ist es leider ausgefallen. Aber diesmal kriegt es hin, oder? Ja, jetzt ist bestimmte Technik wieder an bestimmtem Ort, wo bestimmte Technik an bestimmtem Ort sein soll. Perfekt, ja. Also ich freue mich da schon tierisch. Transsilvanische Chroniken habe ich viel komische Sachen und viel Unsinn von gehört. Aber wenn der Rerion das leitet, und ist das bestimmt noch mal doppelt cool. Von daher freue ich mich da drauf. Danke für die Vorschusslorbeeren. Alle auf Rerions Kanal einschalten. Wo ihr den findet, das findet ihr auch auf dem Nordpol. Ja. Und wann geht's und wie geht's bei Feder weiter? Nächste Woche Donnerstag werde ich mich als heldenhafte Anführerin einer absolut chaotischen Engelschar gegen den Herr der Fliegen bewegen. Hier! Von einem Krieg in den nächsten, ja. Hey! Ich komme aus dem Krieg nicht mehr raus. Ja. Übrigens, da draußen, falls ihr das verpasst habt diese Woche, es gibt inzwischen, die Feder ist berühmt, die ist nämlich in einer Fernsehserie aufgetreten. Ja.
Weißt du, für mich ist das schon so ein Dreivierteljahr her, alter Hut, und jetzt kommt der in die ganzen alten Kamellen rausgekramt. Fame. Fame. Und mit uns spielt sie zusammen. Ich bin da sehr stolz drauf. Ein Fernsehstar, der mit uns spielt. Ja. Ja. Schaut mal, durchforstet mal das Internet, ob ihr Feder findet, in welcher Fernsehserie sie mitspielt. Das kriegt man raus, wenn man es noch nicht weiß. Ja. Genau, und wann gibt's weiter mit irgendwas bei Pölle? Oder? Ja, es ist ein bisschen was in Planung. Ne? Dann machen wir da legen wir noch das geheimnisvolle Tuch nochmal drüber und sagen einfach, bei Pölle ist was in Planung. Wirklich? Bei Pölle ist was in Planung? Das ist ja kaum zu glauben. Ja. Ja, die Leopardin hat leider keinen Kanal oder sonst was. Die seht ihr einfach das nächste Mal am Sonntag wahrscheinlich bei Phileason. Und das ist doch auch gut. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Richtig, ja. Für die Aschen, da war ja was zum Thema Maske. Ja. Wir wollen, dass du Beorn laserst. Ja. Ja. Wollen wir. Ich müsste wohl aber erst ein bisschen Astralenergie regenerieren, weil ich also. Das ist okay. Ich so hab nicht. Gehört, so. Seit der vorletzten Folge steht ihr total auf Blutmagie, deswegen alles okay. Ja, Mr. Magister hat es leider rausgefunden, Pölle. Aber. Psst. Ja. Was hat er rausgefunden? Das große Geheimnis. Ja, also. Ja. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr später auf YouTube schaut, dann hinterlasst uns einen Kommentar. Verlinkt, wo man Feder findet im Internet, in welcher Serie sie mitspielt und. Ich möchte Konspirationstheorien über Pölles Geheimnis wissen und nähere Informationen. Alle und YouTube-Kommentare unten drunter. Bis zum nächsten Mal. Ja, bestimmt schon total weiche Haut bekommen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.